Wann fängt denn jetzt der Vorlesung eigentlich an? Circa eine halbe Stunde. Ah ja, dann haben wir nur ein bisschen Zeit. Und du sagst? Ja, es rentiert sich echt, den Hörsaal mal anzuschauen. Aber der ist ja eigentlich Med-Uni. Warum bist du jetzt da? Du studierst ja Politikwissenschaften. Ich mache da Soziologie-Vorlesung und ich war zuerst im Hauptgebäude und da war irgendwie der Saal zu klein und ich weiß nicht warum, aber wir sind halt da umgezogen und ich habe den Hörsaal echt cool gefunden. Ja, ist ganz anders als am Campus oder an der Hauptuni. Also ja. Mit dem steilen Aufgang da oben, super, ja, echt cool. Und was gibt's für dir so Neues? Du, eigentlich so bei mir nichts Besonderes, aber was mir einfällt, ich habe erstmal von der internationalen Entwicklung also gehört, die wollen den Bachelorstudiengang abschaffen. Stimmt, da habe ich schon was gehört davon, ja. Ja, das ist aber schon echt. Also wir waren jetzt eben bei der Vollversammlung dabei, genau zu dem Thema, und haben mit der Studienprogrammleitung über das dann gesprochen. Und was ist da rausgekommen? Ja, also bis jetzt gibt es keine konkreten Ergebnisse, aber ich hoffe halt einfach mal das Beste für die Studenten. Diese Hörerinnenversammlung ist durch die BAKO, die Basisgruppe, einberufen worden. Der Grund oder der Anlass ist große Unsicherheit über das Fortbestehen des Bachelorstudiengangs an der internationalen Entwicklung. Wir haben immer noch keinen festen Master und jetzt kommt dazu, dass unser Bachelor abgeschafft werden soll ab nächsten Semester. Es wird generell über unsere Köpfe hinweg entschieden, es werden unsere Stimmen nicht gehört. In diesem Studiengang, der seit 2009 besteht, sind sehr viele Studierende, über 1800 derzeit. Dennoch soll dieser Studiengang nach dem Wunsch des Rektorats abgeschafft werden. Allerdings gibt es bis heute keine definitiven Äußerungen. Wir wollen ein komplettes Studium, Master und Bachelor. Und wir wollen keine ständige Diskussion darüber führen, ob die EE überhaupt eine Daseinsberechtigung an dieser Universität hat. Die Studierenden, die bereits begonnen haben zu studieren, sollten die Möglichkeit haben, ihre Studien zu beenden. Allerdings ist die Abschaffung eines Studiums ein doch denkbar schlechtes Zeichen, auch für jene, die das Studium abschließen können. Ganz abgesehen davon, dass offensichtlich sehr großes Interesse an diesem Studiengang besteht unter Maturanten und Maturantinnen. Unser Studium ist einmalig im deutschsprachigen Raum. Wenn es uns nicht mehr gibt mit unserem Grundlagen-Bachelor, dann wird die Entwicklungsforschung, die universitäre, ein kleines Masterbonbon für andere Fakultäten werden und nicht mehr ein tatsächliches Studium für alle. Die Abschaffung eines Baccalaureats hat in dieser Größenordnung vor allem hat selbstverständlich auch Nebenfolgen. Wohin gehen die Studierenden, die eigentlich vorhätten, internationale Entwicklung zu studieren? Sie werden in andere Fächer gehen, beispielsweise in die Politikwissenschaft, die, wenn man die Studierendenzahlen ansieht, auch nicht gerade unterbesetzt sind. Das heißt, das Argument, dass dieses Studium nicht finanzierbar ist oder sei, ist nicht hundertprozentig schlüssig, denn die Finanzierung der Studien in anderen Bereichen müssen auch bezahlt werden. Was hier fehlt, ist eine grundsätzliche Entscheidung für die internationale Entwicklung, auch durch ein Baccalaureatsstudium. Und wir müssen dringend was dafür tun, und nicht nur für uns, sondern auch für die Studenten, die nächstes Jahr potenziell vor verschlossenen Türen stehen, oder für die, die ihr Bachelorstudium nicht zu Ende bringen können, weil es einfach abgeschafft wird. Internationale Entwicklung ist ein interdisziplinäres Studium, das verschiedene Disziplinen, bei uns vor allem Soziologie, Politikwissenschaft, Ökonomie, Geschichte, Geografie, aber auch andere Disziplinen wie die Rechtswissenschaft oder die Sozialanthropologie verbinden will, um den Gegenstand, die Beziehungen zwischen den reichen und den armen Ländern, Nord-Süd-Beziehungen, zu erforschen. Die
Zusammenarbeit auf diesen Gebieten ist nicht immer einfach, aber eine sehr interessante und fruchtbare. Die Berufsfelder, die einer Studierenden der IE offenstehen, sind vielfältig. Absolventinnen arbeiten für NGOs oder internationale Organisationen, in vielen Fällen auch in Firmen, im Politikbereich und auch im Journalismus. Diese berufsbezogene Ausbildung umfasst selbstverständlich neben den interdisziplinären, also den einzelnen Disziplinen etc., auch die vertiefte Beschäftigung mit der Entwicklungszusammenarbeit, mit den Problemen und den Herausforderungen, die sich in diesem Feld stellen. Beim jetzigen Stand ist es nicht möglich, dieses Studium noch länger aufrechtzuerhalten mit den gegebenen finanziellen Mitteln, vor allem aber mit den personellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Sag mal, weißt du eigentlich, dieser neue Zitdesk im NIC, wofür der gut ist? Ich kenne das gar nicht. Mir hat da letztens einer im Hauptgebäude angeredet und ihn gesucht und ich habe zwar gewusst, der ist im NIC und also der war da irgendwie falsch, aber ich habe jetzt keine Ahnung eigentlich, was man da machen kann, wofür der gut ist. Ja, stimmt, man liest immer, aber was genau man damit macht, würde mich schon immer mal interessieren. Ja, mir. Die IT durchdringt immer stärker unser Leben und das macht letztendlich auch nicht vor der Hochschule halt. Die IT-Services werden immer stärker zu einer industriellen Reife und die Studierenden wachsen mit diesen Sachen wie selbstverständlich auf. Um darauf reagieren zu können, haben wir das Front Office des Helpdesks vom ersten Stock in das Erdgeschoss verlegt, das uns einige Vorteile bietet. Zum einen sind wir einfach viel einfacher zu erreichen und erreichen damit auch die Studierenden besser. Zum anderen ist dieses Front Office durch den hinteren Eingang des NICs auch barrierefrei zugänglich, das war uns ganz wichtig. Und wir schaffen dort eine sehr viel diskretere, weil räumlich großzügigere Atmosphäre. Wir müssen unter anderem beim Helpdesk auch Passwörter ändern und solche Dinge. Das ist gut, wenn die Leute nicht direkt auf die Tastatur schauen können. Der Wartebereich war früher immer ein großes Problem. Wir hatten Schlangenbildungen vor unserem alten Helpdesk-Büro. Und jetzt da unten haben wir Warteräumlichkeiten auch für die Studierenden zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie können warten, sehen sofort, wann der nächste Helpdesk-Mitarbeiter für sie zur Verfügung steht oder die nächste Helpdesk-Mitarbeiterin und können direkt darauf zugehen. Wir sind von Montag bis Freitag hier, von 9 bis 18 Uhr, haben allerdings in den Ferien verkürzte Öffnungszeiten. Die erfahren Sie aber auf unserer Homepage und die ist erreichbar unter www.univ.ac.at /und/zit. Und da können Sie dann nachschauen, wie die Öffnungszeiten für die Ferien sind. Und apropos Aula, es gibt jetzt auf der UWB-Homepage einen neuen Audioguide-Beitrag über diese Rektorentafel. Ah, über die Rektorentafel im Hauptgebäude. Ja, wo die ganzen Rektoren, alle, die was jemals gegeben hat, draufstehen. Und ach so. Ja, stimmt, aber die Rektoren, ich meine, heutzutage ist ja das nicht mehr so, dass praktisch ein Rektor ganz alleine arbeiten muss, sondern hinter dem steht ja immer ein ganzes Team von Vizerektoren und so weiter. Ja, ist eh klar. Ich glaube, ich meine, bei der Riesenuni und so. Und da ist wahrscheinlich auch so ein Bereich, so wie die Vizerektorin Schnabel, die macht Studierenden und Weiterbildung, ist wahrscheinlich schon mehr wie genug Arbeit. Frau Vizerektorin Schnabel, Sie haben hier an der Universität selbst studiert. Ja, ich habe 1982 mein Studium begonnen, ursprünglich als Lehramtsstudium. Ich hatte Mathematik und Theologie studiert und hatte dann aber aufgrund der Faszination, die das Theologiestudium auf mich ausgeübt hatte, Schwierigkeiten, beide Fächer unter einen Hut zu bringen und mich für das Vollstudium der Theologie entschieden. Das war natürlich damals eine auch für die Kirche sehr spannende Zeit. Ich bin in einer Pfarrgemeinde in Niederösterreich in der Jugendzeit groß geworden, die sehr lebendig war, sehr eine intensive Kinder- und Jugendarbeit hatte. Ich war da in den verschiedensten Gruppen und Gremien in der Pfarre tätig und ich hatte immer wieder auch Diskussionen mit dem Pfarrer über Bibelstellen und Texte und ich erinnere mich an eine
Situation, dass wir über den Sinn von Genesis 1, 2 gesprochen haben. Das ist die Schöpfungsgeschichte und die Sündenfallsgeschichte. Und da hat er mir eine Interpretation unterbreitet, die ich anzweifelte, aber nicht recht wusste, wie ich argumentieren sollte. Und das war so eine Schlüsselsituation, die mich dazu geführt hat, Theologie zu studieren, um das, was, wie ich die Bibel damals interpretiert habe und sie gelesen habe, auch auf ein fundiertes wissenschaftliches Fundament zu stellen, um Argumentationshilfen zu bekommen. Denn irgendwie wollte ich mit dem puren Glauben, ohne dass ich weiß, warum das so ist, nicht auskommen sozusagen, nicht zu Rande kommen. Das war mir zu wenig und es ging mir darum, es zu verstehen. Warum ist das so? Ich bin in die Erwachsenenbildung gegangen als junge Theologin, das war eine große Herausforderung, aber dann sehr bald festgestellt, dass ich wissenschaftlich weiterarbeiten möchte, dass ich hungrig bin, dass ich mehr wissen möchte, dass ich noch in die Tiefe gehen möchte, dass ich den Eindruck hatte, ich stehe eigentlich erst am Anfang der Auseinandersetzung. Ich bin zuerst immer wieder zwischen sehr, sehr intensiver Forschungsarbeit und sehr intensivem Engagement an der Fakultät hin und her gependelt. Und nachdem ich die Habilitation abgeschlossen hatte, wurde ich vom damaligen Dekan gebeten, die Funktion der Vizedekanin wahrzunehmen. Das war der Einstieg ins Universitätsmanagement. Und was mich fasziniert hat an dieser Tätigkeit, ist das Umsetzen und Gestalten können. Die Forschung ist doch auch etwas, schon auch etwas Aktives, aber man hat die Rezeptionen nicht in der Hand. Man weiß nicht so richtig, was damit passiert. Im Bereich des Universitätsmanagements ist es so, dass man Entscheidungen treffen muss, die konkrete Wirklichkeit sehr stark beeinflussen. Und das ist auch eine sehr spannende Tätigkeit. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ich lieber tue, es fällt mir sehr schwer, eine Entscheidung für das eine und gegen das andere zu treffen. Ich nehme an, ich werde dann in absehbarer Zeit oder nach der Phase als Vizerektorin auch wieder intensive Forschungsphasen haben, was in meinem Fach Gott sei Dank möglich ist. Als ich angefragt wurde, ich war in der Funktion der Vizedekanin damals, von Rektor Winkler, ob ich bereit wäre, Vizerektorin zu werden, war das natürlich ein großes Schwanken zwischen einerseits auch angetan sein davon, dass man überhaupt in Erwägung gezogen wird für diese Funktion, aber natürlich auch großen Sorgen, ob man den Ansprüchen wirklich gerecht werden würde. Wie Sie ja gesehen haben, sind in den letzten Semestern die Studierendenzahlen noch einmal sehr, sehr gestiegen. Und das wirft in vielen Studienbereichen Kapazitätsprobleme auf. Und damit umzugehen, mit diesen Spannungen, die daraus entstehen, weil es gibt Bereiche, in denen die Kapazitäten entweder schon wirklich überstrapaziert sind oder gerade ausreichen. Dadurch entsteht eine Belastungs- und Anspannungssituation bei vielen Lehrenden und Verantwortlichen, die uns alle sehr besorgt. Insgesamt hat natürlich dieser Bereich in den nächsten Jahren große Herausforderungen. Wir stehen eigentlich im politischen Sinne in einer Umbruchsphase. Es werden immer wieder neue Maßnahmen eingeführt oder alte abgeschafft. Und momentan lässt sich noch nicht wirklich erkennen, wohin die Zukunft im Bereich Studium und Lehre gehen wird. Das große Thema des Hochschulzugangs spielt natürlich hier eine maßgebliche Rolle. Und das Thema der Budgetierung der Universitäten. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Ja, jetzt war ich gestern schon am Christkindlmarkt. Es war total schön und so festliche Stimmung. Naja, ich freue mich hauptsächlich auf die Ferien. Ja, sicherlich. Was machst du in die Ferien? Ja, zu Hause fahren für Wochen, über Weihnachten, über die Feiertage. Stimmt, das machen ja die meisten Studenten, die fahren alle nach Hause. So viel für mich. Ich fahre zu meinen Eltern nach Deutschland. Und feier halt aus Sympathie mit. Das Fest bedeutet eigentlich nur, dass ich mit meiner Familie zusammen bin. Also wir feiern immer mit Oma, Opa, allen möglichen. Auf den Christkindlmarkt gehe und ganz viel Punsch trinke. Also ich verbringe Weihnachten einmal mit meinem Papa und halt mit meiner Oma und so und einmal dann mit meiner Mama und ihrem Mann. Ja, mir bedeutet das Fest an sich jetzt nicht so viel, weil ich nicht römisch-katholisch bin und so weiter. Also Weihnachten verbringe ich mit meiner Familie zu Hause. Ich wohne normalerweise in der Steiermark und in den Ferien fahre ich immer heim und ja,
sehr familiär, sehr gemütlich. Weihnachten wird immer ein kapitaler Rausch. Das ist immer. Es ist einfach nur ein Tag im Jahr, wo wir zusammenkommen. Ein Familienfest und Geschenke, Essen. Weihnachten für mich. Weihnachten ist für mich sowieso der allerschönste Tag im Jahr. Wir erinnern uns an die Geburt Christi. Ja, es ist halt in Wien gar nichts mehr los dann. Also an der Uni merkt man es eh, es ist keiner da, alle Studenten sind weg. Ja, genau. Aber gibt es dann eigentlich in jetzt so Dezember, Januar noch irgendwelche Uni-Veranstaltungen? Wie schaut es aus? Ja, davor und danach. Also eben genau die Ferien, da ist dann nichts mehr. Am 9. Dezember wird das Buch Die Kunst des Studierens aus der Buchreihe Star, Studieren aber richtig, vorgestellt. Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen der Friday Lectures des Centers for Teaching and Learning. Diese Reihe behandelt dieses Semester das Thema Universität erneut durchdenken. Zwei weitere Friday Lectures wird es noch im Januar geben. Einen Vortrag und Diskussion zum Thema Brennpunkt Syrien. Was bedeutet ein Sturzersatz für die Isolierung des iranischen Regimes? Gibt es am 13.12. in der Aula am Unicampus. Veranstaltet von der überparteilichen Plattform Stop the Bomb. Ich freue mich echt schon aufs Haus, vor allem auf das große Fressen. Ja. Und dann hat man oft ein schlechtes Gewissen, wenn man so viel Kekse isst. Aber da kann man wenigstens seinen Fettvorrat für die nächsten Wintertage nochmal auffüllen. Übrigens, da fällt mir ein, an der Uni für Physik, da haben die jetzt, hat also ein Forscher, das menschliche Fettgewebe mit Hilfe von der physikalischen C14-Methode untersucht. Okay, an der Physik, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Das hätte ich mir eher da in den Labors oder so erwartet. Genau. Und das ist total interessant, was er da macht. Und deswegen haben wir eben mit ihm darüber gesprochen, wie seine Forschungsarbeit denn ausschaut. Cool, super. Ich stehe hier vor dem Institut für Isotopenforschung und Kernphysik der Universität Wien. Wir sprechen heute mit Assistenzprofessor Dr. Steyer. Er war an einer internationalen Forschungsarbeit beteiligt, die mit Hilfe der C14-Methode das menschliche Fettgewebe untersucht. Ja, man erwartet ja jetzt eigentlich, dass sich Fächer wie Medizin und Biologie mit Übergewicht beschäftigen und auch mit den Fragen der Erforschung des menschlichen Fettgewebes. Aber was hat das Ganze jetzt eigentlich mit Physik zu tun? Ja, also manche Messverfahren, die in der Medizin verwendet werden, sind eben technisch so anspruchsvoll, dass die nicht von Medizinern selber durchgeführt werden. Zum Beispiel die Beschleunigermassenspektrometrie, die wir verwenden, um C14 zu messen in menschlichen Gewebeproben. Also ich bin eben ein Spezialist, jetzt kein Mediziner, sondern ein Physiker, und ich kenne mich mit diesem Messverfahren gut aus, und man bekommt dann die besten Resultate, wenn, ja, sagen wir mal, gute Leute auf dem Gebiet der Physik mit Spitzenleuten in der Medizin zusammenarbeiten, bekommt man viel bessere Resultate, wie wenn jede Disziplin für sich alleine arbeitet. Ja, also wir haben von menschlichem Fett das Alter bestimmt. Wir haben gemessen an Fett, das die Mediziner aus Gewebeproben entnommen haben, dass dieses Alter vom Fett so typischerweise eineinhalb Jahre ist. Es hat sich herausgestellt allerdings, dass das Fett von normalgewichtigen Personen, also es wurde eine Gruppe von Normalgewichtigen untersucht, dass das circa eineinhalb Jahre alt ist und das Fett von übergewichtigen Personen circa zweieinhalb Jahre. Diese Messungen waren vorher nicht möglich, also es gab kein Verfahren, um das Alter wirklich vom Fett im Gewebe zu bestimmen. War jetzt mit AMS zum ersten Mal möglich. Und jetzt ist die Frage, was lernt man daraus? Da bin ich eben auch nur ein interessierter Laie, muss ich sagen, was die Mediziner aus diesen Messergebnissen machen. Aber es zeigt, dass übergewichtige Personen das Fett länger speichern. Wenn ich jetzt immer gleich viel Fett jeden Tag aufbaue, aber es länger speichere, dann ist mein Körpergewicht höher. Es hat sich zusätzlich herausgestellt bei der Studie, man kann eben neben der Altersbestimmung vom Fett auch noch weitere Messungen machen, dass übergewichtige Personen sowohl um die Hälfte mehr Fett aufnehmen jeden Tag
warum auch immer, aber auch um die Hälfte länger speichern. Was genau ist jetzt diese Methode und beziehungsweise wo verwendet man das sonst in der Physik? Ja, also die C14-Methode, so wie man es in der Schule lernt, beruht auf dem radioaktiven Zerfall vom C14. C14 ist ein natürlich vorkommendes Radionuklid, wird von der kosmischen Strahlung in der Atmosphäre dauernd produziert, wird von Pflanzen und dann auch von Tieren und Menschen aufgenommen und ist immer im Körper vorhanden. Wenn der Mensch stirbt, zerfällt das C14 und wird immer weniger. Ötzi hat nur noch die Hälfte von C14 im Körper, wie wir, wenn wir jetzt da sitzen. Er ist also 5000 Jahre alt, kann man daraus bestimmen. Wir machen aber eigentlich was anderes. Wir verwenden gar nicht die Halbwertszeit, sondern vor circa 10 Jahren sind verschiedene Gruppen und auch wir draufgekommen, dass sehr viel C14 auch künstlich produziert worden ist bei den Kernwaffentests in den 60er Jahren in der Atmosphäre. Und auch dieses C14 eignet sich zum Datieren. Wenn wer, so wie ich, genau 1967 geboren ist, dann hat er damals in einer Atmosphäre gelebt, wo doppelt so viel C14 in der Atmosphäre war. Das ist, seit die Kernwaffentests, die oberirdischen, zum Glück eingestellt sind, Großteil wird es wieder weniger. Eine Person, die heute lebt, hat nur noch ca. 10% mehr C14 wie in einer natürlichen Umgebung vorkommen. Und man kann tatsächlich für jedes Jahr, kennt man den C14-Gehalt der Atmosphäre, das wurde natürlich gemessen und beobachtet. Und wenn ich jetzt an einer unbekannten Probe messe, wie viel C14 drinnen ist, muss ich nur noch nachschauen, welchem Jahr das entspricht. Und interessanterweise ist das Gewebe im Körper nicht gleich alt. Ja, hört sich logisch an, ist aber auch richtig. Zum Beispiel Zähne werden mit 10 bis 20 Jahren gebildet und die haben dann wirklich den C14-Gehalt von dem entsprechenden Jahr. Das C14 wird ja jetzt mit diesem sogenannten VERA bemessen, diesem Vienna Environmental Research Accelerator. Wie funktioniert diese Maschine? Ist ein sogenanntes Massenspektrometer. Das heißt, wir können aus einer großen Zahl von Atomen die herausfischen, die eine bestimmte Masse haben. Was heißt das fürs C14-Messen genau? C14 ist eben ein Kohlenstoffatom. Allerdings kein normales, sondern ein besonderes. Also eben, das ist eben radioaktiv. Ist deswegen auch in der Natur nur in sehr geringer Menge vorhanden, weil es immer wieder zerfällt und verschwindet. Aber es hat eine andere Masse wie der normale Kohlenstoff. Normaler Kohlenstoff hat eine Masse von 12, wie auch immer da die Einheiten sind. Das heißt, es ist 12-mal so schwer wie Wasserstoff. C14 ist 14-mal so schwer. Chemisch verhalten sich die genau gleich, nur die Masse ist unterschiedlich. Und unsere Anlage kann die Atome nach der Masse sortieren. Das Besondere an unserer Anlage ist, dass wir unter einer Billion normalen Kohlenstoffatome dieses eine C14-Atom herausfischen können. Sind jetzt aktuell weitere Forschungen in Zusammenarbeit auch mit dieser Stockholmer Gruppe geplant? Und wenn ja, was oder welche Ergebnisse erhofft man sich, wenn man weitere Forschungen jetzt betreibt? Ja, also das Ergebnis, das wir jetzt bekommen haben, ist eine sehr schöne Publikation, hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, wird auch sicher unserem Institut weiterhelfen, Karriere vom Jakob Liebl und vielleicht auch meiner ein bisschen, aber eigentlich war das gar nicht der Schwerpunkt von der Zusammenarbeit. Wir haben uns tatsächlich beschäftigt, vor allem mit der Datierung von Gehirnzellen. Diese Proben sind noch wesentlich schwieriger zu messen und die Fragestellung dabei ist immer, kann der erwachsene Mensch noch neue Gehirnzellen bilden? Also so wichtig, ja, ist natürlich eine Frage, die sehr wichtig ist für Menschen, die Verletzungen am Gehirn haben, Schäden am Gehirn haben. Kann ein erwachsener Mensch da Reparaturen
vollziehen. Also das ist unser Ziel, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen, was dann der Medizin sehr helfen würde, um neue Behandlungsmethoden für Schlaganfälle oder auch Alzheimer, Parkinson zu entwickeln. Aber da darf man nicht zu viel versprechen. Also ich bin Physiker und bin da gar nicht wirklich kompetent, um Vorhersagen zu machen. Ich weiß nur, was meine Medizinerkollegen sich erhoffen. Ja, dann wünschen wir Ihnen jetzt noch viel Erfolg bei Ihrer Forschungsarbeit, dass Sie auch die gewünschten Ergebnisse erreichen und bedanken uns für das Gespräch mit Ihnen. Danke. Ah, da kommen die ersten Leute. Ja, ich glaube, ich soll dann mal gehen. Passt gut auf heute bei der Vorlesung und wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao.